zu einem schönen Aussichtspunkt. Das ist ein ganz kurzer Abstecher. Ja. Bergfrei von der Hohen Mandling. Hallo und Grüße aus Grillenberg, ich bin Flatterby und heute begeben wir uns auf die Hohe Mandling von einer relativ unbekannten und wenig bestiegenen Seite. Und da nehme ich euch einfach mit, weil es ist nämlich anständig kalt im Märzwinter, den wir nochmal gekriegt haben. Vorne hat es nochmal, deswegen aufpassen, ist zum Teil richtig vereist, gell? Ja, alles dick gefroren nochmal, kalt vom Durchgang, heute wunderbares Wetter. Was ist zur Diskussion gestanden? Na sicher keine Tour auf die bekannten Ziele wie Schneeberg, Grabs oder sonst irgendwas, weil bei so einem Wetter brauche ich nicht der 200. sein, der da jetzt sich auch eine entsprechend populäre Tour macht. Und damit war es ganz was Stilles, wo wir am Parkplatz das einzige Auto gewesen sind. Ja, nicht immer braucht es hochalpine Umgebung, manchmal kann ja so ein einsames Tal auch was ganz Schönes sein, überhaupt im letzten Winterkleid. Ja, das sind jetzt die romantischen Worte eines Physikers, dass wir nicht nur alle Sternenstaub sind, sondern auch in dem Fall Sonnenkinder. Wir haben uns das redlich verdient, oder? In dem Tal, dass wir jetzt genau auf der richtigen Seite sind, dass Sonne hinterm Berg hervorscheint. Die Frage, wo wir da sind, he? Da drüben oder da? Da vorne ist eine Markierung, schau, auf dem Baum da oben. Kommt jetzt das weiße Kreuz in den Blick. Und bei dem zweigen wir jetzt ab in Richtung Geiersattel.
Ja, den Bäumen hat man schreckliches Leid angetan, um Harz zu gewinnen. Aber erstaunlicherweise leben die alle noch. Wenn ich sonst immer so allwissend in meinen Videos rüberkomme, das bin ich natürlich bei weitem nicht. Ich weiß zum Beispiel absolut nicht, für was diese Konstruktion da gut ist. Falls das irgendwer weiß, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Inzwischen merkt man die gewonnene Höhe deutlich. Der Winter hat sich redlicher bemüht als unten im Tal. Jetzt sind ungefähr 2 cm Schnee statt einem. Das ist also gleich doppelt so schön. So, und wohin kehren wir jetzt? Hä? Da vorne schau ich, ist eine blaue Markierung in den Wald hinein. Dann steht der Markt bissig in 5,5 Stunden, da wollten wir sicher hin, oder? Ja. Wachsene Chaos in 50 Minuten. Wir können dann da weiter hinauf, aber nicht in 5,5 Stunden. Da geht es nach Grillenberg in 1,5 Stunden, schau. Nach Berndorf in 2,5 Stunden, wo wir herkommen. Ja. Berndorfer Hütte, Mandling, Vorzeben, Berndorfer Hütte gibt es nicht mehr. Ja. Soll ich jetzt nicht gleich das Tackerl für dich auch heraus tun? Und der Sportler tut eins. Ja, jetzt sitzt man ja schon. Ja, das kann man ja trotzdem abkehren. Schau, da hat man ja da einen Bissel. Siehst du? Mit dem Bissel können wir das abkehren. Ja, jetzt haben sie das abgekauft. Das ist gut, dass die Natur so Kehrbissel aufgemacht hat, gell? Da sind wir fürs Müsli-Riegel-Gelage. Und die. Juchi. So, da. Ja, für dich auch.
Ja. Sehen wir mal ihre Füße sauber, gell? Ja, das ist ja nicht. Nein, gefroren. Solange nicht der Müsli gefroren ist und der Tee gefroren ist, ist alles gut. Ja. Gell, so eine Pause mit einem warmen Tee im Winter, das Beste, was es gibt, oder? Ja. Ja, Reiten verboten. Betrifft uns zum Glück nicht. Wir können jetzt aufsitzen und in Richtung der Fotze eben losziehen. Wir befinden uns auf einem bekannten Weg, nämlich dem 01er, dem Nordalpenweg. Ja, dieses Steigerl lassen wir jetzt aus, wir kommen vorne auch wieder zusammen. Ihr seht gegenüber dem Steigerl, nimmt sich das nicht viel. Da haben wir jetzt die einzige Wolke aufgerissen, die uns die Sonne trübt. Ach, aber wieder gemein. Ja, die ersten bei dem Schnee waren wir nicht. Wir haben einen schönen Vorgänger gehabt. Die Frage, was das ist, ne? Ein Fuchs. Die Frage, ob Wegerl oder nicht, stellt sich eh noch bis daher. Weil jetzt geht es nämlich da hinüber. Schon. Und sonst wären wir von unten da von dem Steigerl heraufgekommen. Da tut der Winter so, wie wenn er noch mal was kennt hat. Da sind die Bäume angeweht sogar. Ja, hat sich ausgezahlt, nachher zu kommen. Eine ganz stille Gegend. Nochmal richtig schön im Schnee mit Knarr. Schon arg verblasste Schilder vom niederösterreichischen Landesrundwanderweg, so wie es ausschaut. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Am Kamm angekommen, kann man sich nach links wenden und hat wenige Meter zu einem schönen Aussichtspunkt. Das ist ein ganz kurzer Abstecher. Ja, das Fahrkerl da vorne ist nicht mehr betriebsbereit, damit da Schluss machen, da geht es nämlich steil hinunter. Ein Kreuz haben wir da. Zur Erinnerung, Robert Grenn. Ja, ist ein schöner Platz, um sich an jemanden zu erinnern. Wir erinnern uns jetzt daran, dass wir eigentlich
auf die hohe Mandl gehalten. Die Verhüttelung vor mir, das ist die Fotzeben-Skihütte. Das ist, glaube ich, schon lange her, dass man da vernünftig Skifahren hat können. Also, Mandling, Skihütte, 730 Meter. So, da vor's eben. GB für Grillenberg, nicht Great Britain. Hohe Mandling. Dreiviertel Stunde hinauf. Auf die hohe Mandling, oder? Das könnte der Berg sein, da mit den weißen Abhängen, den man da zur Linken sieht. Das ist der Hohe Lindkogel. Bergfrei von der Hohen Mandling. Mit einer wunderschönen Gipfelwiese. Gar nicht so viel Aussicht, wie man glauben sollte, gell?
Erkenntnisse gewonnen aus dem Gipfelbuch? Nein. Das Geselle mit zu dir, damit du nicht so blöd umher sitzt, aber wenn wir zu zweit blöd umher sitzen. Zu zweit sitzt sich eh viel nicht, gell? Mhm. Ja, schau, da hast du einen Tee. Ja, das muss ich so aushalten, gell? Mhm. Haben wir gut gemacht. Warum bei uns die Müsliriegel überhaupt ein Mindestzeitbarkeitsdatum haben? Die halten sie nie so lang. Ja. Der Trend zum Zweitriegel ist ungebrochen. Willst du gehen? Ja, meistens wird mir kalt am Rücken, was? Ja, sehr recht. Ja, wir verlassen diesen Ort wieder. Schön ist gewesen. Und machen uns an den Abstieg. Alternativer Abstiegsweg in Richtung Grillenberg. Ja, Alkersdorf Biesting. Reichenthal, Ortmann, und jetzt ist genauso, wir müssen zuerst einmal in Richtung Alkersdorf und Biesting. Ist auch verwirrend, weil es ist nämlich auch der 01, der 201. Hängt von der Gebirgsgruppe ab, in der du dich da befindest, was da für eine Zahl vorgesetzt ist. Also ich knirsch trotzdem lieber mit dem Schnee als mit den Zähnen. Südseitig wird der weniger Schnee, den sich der letzte Kaltfront abgerungen hat, schon ziemlich pappig bzw. verschwindet ganz. Und da ist dieser braune Untergrund auch schon von der Frühlingssonne so aufgeheizt gewesen, dass wahrscheinlich gar nicht viel liegen geblieben ist. Und das letzte Rest alles hat heute bis Mittag gedauert. Ne? Da drüben bei dem Steinbruch, der Höhenzug, es ist von Norden aus gesehen die hohe Wand. Da merkt man von der Wand nicht recht viel. Vor uns wäre jetzt die vordere Mandling zu sehen. Blätter zittern, der ist kalt. Schwierig, ziemlich zum Aufpassen. Ja, man merkt sie, ja, leider Gottes. Ja, man sieht's. Ja. Leider. Ja, von da hinten kommen wir runter. Da ist die hohe Mandling oben. Kaum ist man auf die Nordseite gewechselt und schon ist der Charakter wieder ganz anders.
diese jagdliche Einrichtung da oben weg, da gibt es Misstrauen. Ich glaube, die ist nicht mehr so hundertprozentig funktionstüchtig. Hohe Mandling, Landesrundwanderweg, da habe ich recht gehabt mit meiner Roterei. Markt Piesting, da wollen wir nicht hin. Ja, Grillenberg, Berndorf, circa 2 Stunden, na, das glaube ich nicht von da aus. Ja, die Markierung läuft zu neuer Höchstform auf. Da wäre Eigen, St. Veitern, der Triesting, Schustergraben, Hernstein und da rauf jetzt in Richtung Berndorf und Grillenberg. Weißt du, was da blüht? Ja. Cornus Maas, Dirndln. Die gelben Blüten da. Der Weg geizt momentan noch mit zügigen Bergabpassagen. Dafür hat aber noch mal ein bisschen Winter zu bieten, schau. Frisch geschnuppertes Holz, gell? Sehr gut. Ja, jetzt beginnt der Forststraßenerlebnisweg. Ja, kaum gesagt, Forststraßenerlebnisweg. Verblüfft uns ein kleiner Abschneider. Einmal ist uns Schnee vergönnt. Wir da in so einen Graben absteigen. Man kann es kaum glauben. Forststraßenerlebnisweg Teil 2 beginnt. Ein weiteres Mal dürfen wir von der Vorstraße noch abweichen, gell? Mit großem Pfeil kenntlich gemacht, dass man da jetzt nicht auf der Vorstraße dahintrotteln darf, sondern neben der Vorstraße. Ja, wenn ich da vorher ein bisschen gewitzelt habe über das Vorstraßenerlebnis, man darf natürlich den Berndorfern und Grillenbergern ihr Bemühen nicht absprechen, dem Wandersmann einen abwechslungsreichen Weg zu bieten. Das ist dann einmal ganz hübsch. Und jetzt? Da kann sie wohl nicht reingehen, oder? Oh ja, doch. Also ein auffälliger Pfeil hält uns von dem Traktor da fern. Und weist uns auf diesen Trampelpfad. Ja, da am Schluss ist nochmal ein ganz hübscher Abschnitt, um uns versöhnlich zu stimmen. Bitte immer schließen, ja, dann dürfen wir, ne? Boah, das ist ja
mit Mühlen verbunden. Vom Winter sieht sie jetzt keine Spur mehr. Sie sind gar nicht gefroren zum Teil an Boden. Alter, die Sonne ist geblockt. Ja, wir brauchen keine Vorbeigehszene mehr drehen, weil wir können nirgends mehr vorbeigehen. Da vorne ist es nämlich aus für uns. Von dem Bankplatz, da sind wir nämlich weggegangen. Und liebe Mami, wie war's? Schön. Gell, war nett. Wie ja, immer. Gott sei Dank, wie immer. Haben wir dabei noch nichts Schlechtes gemacht, oder zumindest haben wir es dann verschwiegen, wenn wir es nicht veröffentlichen müssen. Genau, so ist es. Ja, das waren ungefähr 17,5 Kilometer, Höhenmeter ja, glaube ich 700, war nicht allzu anstrengend, wunderschön. Inzwischen ist natürlich wieder Frühling geworden innerhalb eines Tages. Macht uns gar nichts, wir haben unsere Retour absolviert. Von Grillenberg über den Geiersattel und die Hohe Mandling wieder zurück nach Grillenberg. Und damit bleibt nichts mehr weiter zu sagen, außer wer wir sind, oder? Wer bist du? Ich bin der Bella. Ja, und ich bin flott dabei und vielleicht sieht man sich mal bei einer anderen Tour. Nimmt sogar noch, erstaunlich. Nicht winterlich im Sinn von viel Schnee, sondern winterlich im Sinn von viel Glatt. Mit dem Rücken zur Kamera, oder wie? Ja, Fruchtplatz. Hat für das Laue, es wird schon noch, gell? Na, der mit seinem unnötigen Quirl mögen sich verschüssen, hm? So, Anmut und Grazie, gell? Und, hast du wahrscheinlich gemacht? Heute hat es einen besonderen Widerspruch gegeben. Ja, sonst wäre das zu groß, gell? Es geht den Berg die Puste aus. Da ist sicher mal was da alles umgestanden. Quitsch. Kennt ihr ja schon jetzt viele? Nein, das ist keine Forststraße mehr. Aber das Gute ist, meine ganzen Weisheiten, die dann doch nicht stimmen, kann man alle ausschneiden aus dem Video. Es ist tatsächlich unnett, ja, dass uns da Prügel vor die Beine werfen. Aber wir haben das gemeistert. Und außerdem, wenn es so leicht wäre, dann kennt es ja jeder. Ne?